Fußball-Bundesligist Bayern München droht nach der 2:3-Niederlage beim BVB neuer Ärger. Offenbar hatte Außenstürmer Franck Ribéry eine handfeste Auseinandersetzung mit einem französischen TV-Experten. Wie die Bild berichtet, traf der Bayern-Star am Samstagabend nach dem Spiel in Dortmund vor dem Kabinenausgang in der Buszufahrt des Signal Iduna Parks auf seinen Landsmann Patrick Liu, der für den Sender Bein Sports unter anderem über die Bundesliga berichtet. Ribéry soll Guillou wenige Augenblicke später beschimpft haben, so das Boulevardblatt weiter. Schließlich soll der 35-Jährige dem Bericht zufolge seinem Gegenüber dreimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und einmal vor die Brust gestoßen haben. Weder Ribéry noch Guillou äußerten sich bisher zu dem Vorfall. Allerdings hat sich Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sonntag gegenüber der Bild zu Wort gemeldet. Franck Ribéry hat uns informiert, dass er mit seinem Landsmann Patrick Liu, den er seit vielen Jahren gut kennt, eine Auseinandersetzung hatte. Wir haben mit Patrick Liu noch am Samstagabend vereinbart, dass wir zeitnah bei einem persönlichen Treffen darüber sprechen, wie wir die Angelegenheit aus der Welt schaffen. Anführungszeichen. Liu habe signalisiert, dass dies auch in seinem Interesse sei, so der 41-Jährige weiter. Unklar ist unterdessen, warum es zu dem Vorfall kam. Möglich, dass Ribéry über die Berichterstattung des Ex-Profis, der unter anderem für AC Etienne und dem VfL Bochum spielte, unglücklich war. Laut Bild habe Guillou den Flügelstürmer für 2 der 3 Gegentreffer im Spitzenspiel gegen den BVB mitverantwortlich gemacht.